Ich war mir relativ früh schon sicher, dass ich Komponist werden will. Das ist eine etwas ungewöhnliche Situation. Also ich habe mit 13 Jahren beschlossen, Komponist zu werden, wobei interessanterweise die Familie, aus der ich kam, jetzt keine klassische Musikerfamilie war, sondern eigentlich ich eher da so im Freiflug plötzlich erklärt habe, also ich würde gerne Komponist werden, hat es dann toleriert, solange ich die Mittelschule fertig mache. Und ich habe nebenbei also dann mit 15 schon die Aufnahmeprüfung am Mozarteum in die Kompositionsklasse, damals bei Helmut Eder, bestanden. Und das war natürlich schon sehr prägend und wichtig für mich, weil Helmut Eder mich als jungen Komponisten, als Schüler eigentlich, total ernst genommen hat. Also ich habe sozusagen von Anfang an gelernt, komponieren ist jetzt nicht nur etwas, was man so in der Freizeit mal so nebenbei macht, sondern komponieren ist eigentlich schon etwas, wo es um die Existenz geht, wo es um ganz grundsätzliche und wichtige Fragen geht. Na, im klassischen Sinne ist es das Komponieren mit Klang. Das ist das, was mich interessiert und auch immer interessiert hat. Und da ist es so, dass ich eben jetzt in den neueren Stücken, also seit 4, 5 Jahren, eine Öffnung vollzogen habe, die jetzt über die experimentelle Ausrichtung, die also in den 10 Jahren davor war, hinausgeht. Und zwar, was mich jetzt interessiert, ist eine, ich sage mal, metastilistische Situation. Also das ist jetzt sicher mal ein Weg, der mich viele Jahre beschäftigen wird, vor allem weil es für mich auch enorme Lernprozesse sind. Ich komme ja aus der ernsten Musik, wie man so schön sagt. Da gibt es viele wunderbare, unermesslich viel tolle Musik, die ich sehr liebe. Aber ich merke, dass ich Bereiche, die auch wichtig sind und die mich auch sehr wohl ansprechen, bis jetzt, eigentlich jetzt, ich meine jetzt als Komponist, vernachlässigt habe. Sehr geehrte Damen und Herren, darunter etliche liebe Freunde, vor allem aber lieber Gerhard, es ist für mich mehr als bloß eine große Freude und Ehre, diese Laudatio zu halten, die auch, da ich als persönlicher Freund vorgestellt worden bin, eine Art Geschichte unserer Freundschaft in musikalischer und philosophischer Hinsicht einschließt. Ich stelle die Laudatio unter ein Motto, das in gewissem Sinne an die Festrede anschließt, aber in einem Band enthalten ist, der 1951 erschienen ist, nämlich die Minima Moralia von Theodor W. Adorno. Aufgabe von Kunst heute ist es, Chaos in die Ordnung zu bringen. Dieser Satz wurde seinerzeit in erster Linie vor dem Hintergrund kultureller und gesellschaftlicher Verkrustungen verstanden, die sich im Nachkriegsdeutschland relativ rasch bildeten. Die Überlegung mag auch für das Schaffen von Gerhard Winkler eine gewisse Rolle spielen, doch kommen auch andere Deutungsmöglichkeiten in Frage. Eine davon bezieht sich etwa auf die Auseinandersetzung mit musikalischen Ordnungssystemen, auf die Suche nach den Urelementen von Musik, bei der Kategorien wie Werk, Klang und überhaupt Musik wortwörtlich in Frage gestellt werden. Eben dies tut Gerhard Winkler, der mithin unter den Ton- bzw. Klang- oder auch Geräuschmeistern unserer Zeit einer der philosophischsten ist. Dass dem so ist, rechne ich keineswegs mir als Verdienst zu, zumal Gerhard in seinem Schaffen sehr viel Sinnlicheres zustande bringt, als ich mit meiner philosophischen Tätigkeit. Ich habe Gerhard, als er 1983 mein Seminar über ästhetische Theorie besucht hat, bereits als philosophisch gebildeten und interessierten Komponisten kennengelernt und er hat in der Folge mich nachhaltig in meiner philosophischen Tätigkeit angeregt und das nicht nur soweit es die Ästhetik betrifft. Unter philosophischer Tätigkeit verstehe ich dabei mit Bernard Bolzano jegliches Nachdenken, das auf das Finden neuer, grundlegender Wahrheiten gerichtet ist. Ein wesentliches, wenn auch nicht das einzige Moment von Winklers musikalischem Schaffen ist aber eben eine fortwährende Suche nach dem, was den Klangerzeugnissen zugrunde liegt,
sowie den Prozessen, durch die Klang erzeugt wird. Davon konnte mich etwa bereits 1986 überzeugen, als im Rahmen der Salzburger Festspiele das Streichquartett Alchimia uraufgeführt wurde, das im Werkverzeichnis auf der Homepage von Gerhard Winkler als erstes für ihn anscheinend noch heute gültiges angeführt wird. Was mich persönlich wieder besonders freut, weil ich dieses Werk immer sehr geschätzt habe und von ihm weiterhin fasziniert bin. Dieses Werk führt die Versuche der Alchemisten, den Aufbau der Materie und die Veränderbarkeit von Elementen zu ergründen, mit anderen Mitteln im Bereich der Musik fort und dem Publikum auf höchst spannende Weise vor die Ohren. In der Folge konnte ich Gerhards Dynamisieren einer vorgegebenen Ordnung durch den Einfluss von Unordnung bzw. von anderen mit einer vertrauten Ordnung interferierenden Ordnungssystemen auf vielfältige Weise erfahren. Ein Aspekt betrifft etwa das musikalische Material in vielen Werken von Gerhard Winkler. Dieses besteht dann nicht nur aus reinen Klangereignissen, sondern auch aus dem, was oft genug von der Musik abgegrenzt wird, einschließlich sozusagen der Stoffwechselprodukte, welche die Musik aus der akustischen Umgebung, zum Beispiel als Naturgeräusche oder Naturlaute, aufnimmt, beziehungsweise die sie, wie zum Beispiel die verbrauchten Versatzstücke und Fetische der neuen Musik, als Müll absondert. Die Ordnung vertrauter Klänge wird insbesondere durch eine Vielfalt von Geräuschen, die von den Ausführenden bewusst erzeugt werden oder zufällig von der Umwelt einfließen, aufgebrochen bzw. auch verschmutzt. Derlei akustische Erscheinungen, die sonst als Schmutz am Rande der Musik gelten, treten in einer Menge und Konzentration auf, dass sie diese Schmutzigkeit verlieren und eine Schönheit der Geräusche entfalten, die nun sogar durch Klänge gestört werden kann. Vor allem der Prozess des Komponierens wird von Winkler in seinen Werken thematisiert, wobei seine Konzepte von quasi improvisatorischen Setzungen bis zu selbsterzeugenden Mustern reichen. Die sogenannte Autopoiesis kommt dabei auf mehrerlei Weise zur Geltung. Manche Werke sind etwa durch das, was er morphogenetische Klangauffaltung nennt, aus anderen entwickelt und gehören mit diesen zu einem umfassenden lebenslänglichen Projekt bzw. Prozess. So bilden zum Beispiel die um 1990 geschaffenen Stücke Zitternd, Außenhäute und nicht zuletzt Grauzone eine solche organische Werkfolge, die ihrerseits die Keimzelle, das heißt den Ausgangspunkt und ein Element des als offenes Metawerk konzipierten Zyklus Les Arbres darstellt. Dessen bislang 7, zum Teil in mehreren Varianten realisierten Elemente, wie die Äste eines Baumes wachsen. Dabei ist nicht zu verschweigen, dass die im Titel angesprochenen Bäume auch einen Bezug zum Wald von Yad Vashem und damit zu einem großen Thema der Menschheit aufweisen. Den kompositorischen Prozess befragt Winkler nicht zuletzt durch den Einsatz des Computers, wobei er unter anderem auch Simulations- und Modellierungsprogramme verwendet, die für völlig andere technische Zwecke entwickelt worden sind und von ihm kreativ für die Musik nutzbar gemacht werden. So ließ er etwa das Werk Emergent 1993 vom Computer gewissermaßen errechnen. Das heißt freilich nicht, dass sich die Rolle des Komponisten dabei auf die Definition von Systemzusammenhängen in einem Simulationsprogramm, den Befehl zum Programmdurchlauf und die Notation des Errechneten beschränkt. Vielmehr bleiben weiterhin wesentliche Entscheidungen der schöpferischen Fantasie des Künstlers überlassen, etwa das Aushorchen von mikrotonalen Bereichen und die Entfaltung der Schönheit des Geräuschhaften. In anderen Werken, in denen Musiker mit Computern interagieren, ist das Ergebnis freilich selbst für den Komponisten in einem durchaus umfassenden Sinne nicht vorhersehbar, zumal Winkler dabei auch neuronale Netzwerke, Attraktoren und andere Elemente der Chaostheorie sowie fraktale Strukturen einsetzt. Dazu gehören etwa die Werke des Hybridzyklus für Instrumentalisten mit interaktiver Live-Elektronik, die 1991 bis 2010 entstanden sind, sowie die interaktive Oper Heptameron, die 2002 bei der Biennale in München aufgeführt wurde.
Wer so wie ich die Gelegenheit hatte, mehrere Aufführungen dieses Werkes zu erleben, kann bestätigen, dass es sich um eine alles andere als trockene Konzeptarbeit handelt, sondern dass nicht nur die Thematik oder die Dramatik zwischenmenschlicher Beziehungen zu ihrer Geltung kommt, sondern auch die Frage, ob etwa eine Szene, die sich bei der früheren Begegnung eingeprägt hatte, durch die interaktiven Prozesse vielleicht doch wieder realisiert wird, eine enorme Spannung erzeugen kann. Seit 2014 arbeitet Gerhard Winkler nun an einem Zyklus mit dem Titel Anamorph, der inzwischen auf 9 Werke angewachsen ist, von denen 2 noch in Arbeit sind. 2 Sätze von Anamorph 7 mit dem auf Thomas Bernhard anspielenden Titel Alte Meister werden ja heute uraufgeführt. Der Ausdruck Anamorph bezeichnet eine Umgestaltung von Motiven, die es erlaubt, sie aus bestimmter Perspektive als solche zu erkennen, während sie aus anderen Blickwinkeln verzerrt wahrgenommen werden. Im Anamorph-Zyklus spielt Gerhard Winkler nun aber sozusagen mit Hörwinkeln, aus denen wir immer wieder vertraute Motive mehr oder weniger deutlich erkennen, erahnen oder als Wandelgestalten wahrnehmen können. Heute, da ich mit diesen Werken vertraut bin, wird mir etwas bewusst, was ich beim Beginn der Bekanntschaft mit Gerhard Winkler und seinem Schaffen nicht wissen konnte, nämlich dass sein Werk insgesamt ebenfalls als eine Art Anamorphose gesehen werden kann. Als Prozess, in dem die für seinen kompositorischen Ansatz grundlegenden Momente jeweils mehr oder weniger für sich deutlich hervortreten und uns insgesamt das Werk als ein lebenslanges musikalisches Denken erschließen. Naturgemäß ist dieser Prozess nie abgeschlossen, solange Gerhard weiter komponiert. Und er möge dies aus meinem persönlichen, freundschaftlichen Sinn noch sehr, sehr lange tun. Unser Verständnis davon bleibt also stets fragmentarisch und entspricht so einem weiteren Aspekt des kompositorischen Schaffens von Gerhard Winkler, wie er etwa in jenem Werk angesprochen wird, das er eine Zeit lang als sein Opus 1 angesehen hat, nämlich dem 1987-88 entstandenen Cassandra-Fragment. Auf den Aspekt des Fragmentarischen im Werk von Gerhard Winkler kann ich freilich wie auch auf viele andere wichtige Gesichtspunkte nicht weiter eingehen, da auch diese Laudatio Fragment bleiben muss. Ich freue mich jedoch darauf, durch viele weitere Aufführungen neuer wie auch früherer Kompositionen mein Verständnis zu erweitern und danke dafür eben dem, der dies mir und uns allen ermöglicht, Gerhard Winkler. Danke. Danke sehr. Und jetzt bitten wir gleich den Preisträger auf die Bühne. Herr Winkler, bleiben Sie gleich stehen, kommen Sie gleich zu uns, ebenso Landesrat Schellhorn. Und hier ist Ihr Preis, hier ist Ihre Urkunde. Kurz ein paar Dankesworte. Ich meine, kurz, also ich stehe hier also erdrückt von Dankesschuld. Wobei, also wenn ich jetzt anfangen würde, all jenen zu danken, die es mir privat als Lehrer, als Förderer, als Kritiker oder auch einfach als als Leute, die auf mich zukamen im Erleben meiner Musik, wenn ich allen diesen Leuten jetzt danken würde, dann würde der Abend zu lang werden. Ich möchte daher jetzt nur sozusagen meine Dankeschuld nach 2 Richtungen begleichen. Die eine ist ein großes Dankeschön, Sie hören es jetzt leider nicht, aber ich werde es Ihnen, Sie wissen es, den Musikern und Musikerinnen. Also es gehört für mich zu den unglaublich schönsten Dingen, von so fantastischen Musikern gespielt zu werden und das jetzt schon fast mein ganzes Leben lang, und das muss man einfach einmal sagen, also das sind
tolle, nicht nur tolle Interpreten, es sind auch unglaublich tolle Menschen und es ist für mich jedes Mal ein wunderbares Erlebnis, aufgeführt zu werden. Und die zweite Dankeschuld möchte ich jetzt, da müssen Sie mir jetzt verzeihen, wenn ich Sie jetzt ein bisschen eingemeinde, ich wende mich jetzt an Sie alle und zwar an Sie als Publikum. Mein großer Dank, mein Lebensdank gilt den Publika, also den Menschen, die meine Musik gehört haben. Und ich kann also jetzt nur eines sagen und das ist jetzt wirklich ein Appell an Sie als Publikum. Bitte, Sie sind es, die durch Ihre Präsenz Politiker und andere wichtige Leute überzeugen müssen, dass für Sie Kunst nicht etwas ist, was so am Rande läuft, was eine nette Freizeitbeschäftigung ist oder etwas, was man sich so als Schmuck mal kurz, Entschuldigung, also es geht jetzt nicht gegen die Schmuckpreisträger, also Sie wissen, was ich meine, also so sich umhängt halt mal so, sondern dass Kunst etwas ist, was in unserer Lebensmitte steht, was essentiell ist, was so politisch ist, wie jeder Ausspruch, den ein Politiker in der Öffentlichkeit macht. Kunst hat in diesem Sinne und Macht und diese Macht können nur Sie als Publikum der Kunst geben. Und deshalb mein großer Dank an Sie als Publikum und bitte hören Sie nicht auf, Publikum zu sein und diese Macht, die Sie als Publikum haben, auch wirklich an die richtigen Leute dann weiterzugeben. Danke sehr. Gerhard Winkler, auch ganz kurze Frage noch. Herr Winkler. Auch noch ganz kurz. Ich habe mich in dem vorgelesenen Zitat ja sehr kurz gehalten. Da war die Sache mit den Anamorph. Kann man das in zwei Sätzen erklären? Nein, und sicher jetzt auch nicht hier. Außerdem hat es mein lieber Freund Otto Neumann eh schon ansatzweise gemacht, aber Sie können gerne im Kunstbericht nachlesen, da steht auch ein bisschen mehr drinnen. Das ist nur so als Anregung. Es wurde mir gesagt, ich soll Ihnen das weitergeben. Auch da reinschauen. Gute Werbung. Deshalb haben wir das auch hier ausgelassen, das genauer zu erklären, weil es ist sehr ausführlich erklärt und es lohnt sich, das nachzulesen. Wir hören jetzt noch mal wieder ein zweites Stück aus dieser Reihe Anamorph 7. Ich darf die Musiker vom ÖNM schon bitten, falls sie hier wieder umbauen müssen. Sie kommen. Sie kommen. Ich erzähle noch ganz kurz. Dieses ist, ich habe vorher festgestellt, es ist ein kleiner Zungenbrecher, der Xenakis Sirtaki. Also auch aus der Reihe Anamorph 7, alte Meister, ebenfalls komponiert ist im Jahr 2016. Interpretiert von Peter Siegel am Violoncello und Rupert Struber, Perkussion.